Hallo, hallo, liebe Seele. Ich bin gerade mitten in einer sehr großen Heilsession. Darunter natürlich auch die Heilung des Priapus. Und diese Karten hier, die beiden, die sind für den Priapus Psychosostria. Sechster Kelche. Die Seelenretterin, dein Schmerz ist bei mir gut aufgehoben. Psychosostria, tief sitzen Traurigkeit und Scham in mir. Meine Seele ist gepeinigt und findet keine Ruhe. Mein Ruf nach Gerechtigkeit und Frieden hallt zu dir. Lasse sie einkehren in Liebe in mir. Amen in Liebe. Und die Sechser Kelche für ihn, was seine Kindheitskarte anbelangt. Aber ich möchte gar nicht groß über ihn sprechen, sondern ich habe hier auch zwei Karten für mich gezogen im Zuge dieses sehr intensiven Heilungsprozesses. Es betrifft nicht nur ihn, es betrifft auch die Erde, die Kinder der Erde, die Frauen. Die Frauen, die so viel Schmerz erfahren haben. Und so lade ich dich ein, mit mir zusammen in dieses Heilungsfeld zu kommen jetzt und ein wenig mitzuschwimmen, mitzufühlen in diesem meinem Heilungsfeld von Maria Laktanz, stillende Maria, genährt sein. Und die Königin der Münzen. Und damit du es fühlen kannst, gebe ich für dich hier nochmals Lady Nada und auch Pink Pomander in diesen Raum für das liebevolle Genährtsein. Und da ist nichts als nur Zartheit, als bedingungslose Liebe, tief nährende Mutterliebe, Geborgenheit, Innigkeit, Freundlichkeit und eine sehr tiefe Entspannung. Und so auch die Schwestern und Kolleginnen, Lady Nada, Maria Magdalena, die Kolleginnen aus der Schwesternschaft der Rose. Um dir diese Liebe zu schenken. Diese bedingungslose Liebe, diese Liebe, die so tief schauen und blicken kann und in aller Sanftmut und Güte dich berühren darf an jenen Stellen, wo du Schmerz trägst. Wunden, Wunden der Angst, Wunden der Traurigkeit. Und so möchte ich dich gerne fragen, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit der Liebe um? Und vor allem, was ist Liebe für dich?
Wo beginnt sie? Und kannst du das, Liebe, annehmen? Kannst du das? Oder darfst du das? Im Sinne dessen, dass du es dir erlaubst, dass du der Liebe vertrauen darfst. Oder dass du es wert bist, geliebt zu werden? So frage dich das, weil die Sehnsucht ist ja da. Nach dieser tiefen Liebe und Verschmelzung. Dem liebevoll angenommen sein. Dem Wunsch nach Innigkeit, nach Berührung, nach Heimat. Nach Geborgenheit und Wärme. Oder ob das kein Teil deiner Realität ist. Und somit auch, ob es zu einer Bedingung wurde. Dass du nur unter Bedingungen Liebe erfahren hast. Oder wenn es deiner Mutter nur sehr gut ging, wenn sie gute Laune hatte. Wenn sie psychisch stabil war. Und wie du mit dieser Liebe umgehst. Du überhaupt Liebe leben kannst, im Annehmen, im Empfangen, im Geben, und unter welchen Bedingungen, ob du sie frei teilen kannst. Weißt du, dieses Paradox, dass der Mensch sich so auszerrt nach Liebe, und wenn er sie empfangen könnte, nicht bereit ist, sie anzunehmen. Aus Angst, aus allerlei unterschiedlichen Gründen, ist schon krass.
weil die Liebe so stark ist, so kraftvoll, dass sie in jedem Fall alles in uns zu aktivieren vermag, was da nicht Liebe entspringt und somit in uns ungeheilt ist. Und beobachte das mal, beobachte es an dir, beobachte es bei den Mitmenschen in deinem Umfeld, wie schlecht sie damit umgehen können, wie stigmatisiert sie da sind. Natürlich, ohne sie irgendwie anders haben zu wollen, ja, nur die Beobachtung, wo sie stehen, welche Bedürftigkeit sie mitbringen. Gerade auch, was das im besten Sinne Schauspiel im Rahmen von Partnerschaft, Familie, Kind anbelangt. Welch wirklich irritierenden Zustände da vorherrschen können. Weil die Liebe fehlt oder fehlte. Und wie gut wir sind, wie vernünftig wir sind, wie rational wir sind und wie männlich und das noch gar rechtfertigen können, um unsere Unzulänglichkeiten, unsere Schmerzen, unsere Ängste nicht fühlen zu müssen. Das ist okay. Das geht, je nachdem, in einem Individuum, aber im Kollektiv sowieso, eine Phase lang ganz gut, weil es auch etwas sehr pragmatisch zugängliches ist, in der Ratio, in der Vernunft, im Vernunftdenken zu sein, maskuliner Art. Doch die Liebe fehlt. Das Weibliche, das Warme, das Nährende, das Fürsorgliche, das Zugängliche, das Wärmende und Nährende. Und das sieht man den Menschen sehr gut an, finde ich. Wir können uns gut und gerne da etwas vormachen und eben, wie gesagt, sehr vernunftsbezogene, pragmatische, rationale Argumente vorschieben, wenn im Kern der Sache doch etwas anderes vorliegt. Gerade weil unsere Ängste sehr groß sind in Bezug auf Liebe oder weil wir durch sogenannte, in Anführungs- und Schlussstrichen, Liebe oder Zuneigung auch sehr viel Verletzung am Herzen oder im Vertrauen erfahren haben. Ja, weil uns auch unsere eigene Mutter diesbezüglich getäuscht hat und das auch in unserem Innersten, in unserem inneren Kern zu einer Enttäuschung geführt hat und auch zu einem Vorziehen der intellektuell bezogenen, mentalen, kopf- und rational bezogenen Prozesse. Und es wurde uns im Leben ja auch
bewiesen und gezeigt und darauf wurden wir getrimmt, dass das richtig ist. Ich sage dir, es ist in Teilen richtig. Ich sage dir, dass das nährende, weibliche, fürsorglich, weich, liebende, mütterliche, dass es an diesen Energien in unserer Gesellschaft mangelt. Und das ist auch nicht erstaunlich. Schau dir die Frauen an. Schau, wie männlich sie sind. Schau, wie sie sich hinter ihrer eigenen intellektuellen Fassade verbergen. Und darin ihren Wert finden. Oder ihren Wert rechtfertigen wollen. Das ist okay. Es ist ein Teil der weiblichen Emanzipation. Aber das ist nicht die endgültige Wahrheit. Zumindest nicht, was die Weiblichkeit anbelangt. Ich spiele nochmal die Klänge für dich. Und so frage ich dich, darf Liebe sein? Verträgt der Mensch echte, ehrliche, von Herzen kommende Liebe? Erträgt er den damit einhergehenden, aktivierten Schmerz? Die Scham, die abgesichert werden will durch Abwehr und Ablehnung, durch die tiefer sitzenden innerliegenden Gefühle von Wertlosigkeit, von Angst, von Trauer und Enttäuschung in der Liebe. Darf so starke Liebe sein, als dass sie den Menschen berühren darf? In seinem Innersten? Oder ist das ein Verbot? Ist das ein nicht respektvolles Verhalten? Oder ist es Befreiung? Wo wehren wir ab? Aus Angst vor der Liebe und somit unserer eigenen Scham und emotionalen Bedürftigkeit, vielleicht auch in der Unzulänglichkeit unserer Emotionalität, Selbstfürsorge begegnen zu müssen. Darf Liebe sein? Oder verleugnen wir sie? Verwechseln wir sie mit Sexualität? Begrenzen wir sie auf irgendeinen romantisch-erotischen Partner, auf den wir sogenannte Verliebtheit projizieren? Oder
Wollen wir aus Angst vor der Liebe unsere eigene Traurigkeit und Depression weiter aufrechterhalten, weil wir es nicht ertragen im Lichte dieser Liebe? Uns berühren zu lassen in unserem Schmerz und somit unsere eigene Heilung und unser eigenes Wachstum blockieren, hemmen, abwehren und uns in vielleicht Hochmut oder Selbstgefälligkeit vorfinden. Die Liebe, die da ist, geliebte Seele, wonach du dich sehnst, ist eine Kraft, die alles transformieren kann und auch alles transformieren will, was aus der Nichtliebe und somit der Angst und damit einhergehend mit der Unbewusstheit und dem Schatten einhergeht. Es ist eine Gnade. Und die Menschen schreien nach Gnade, doch sie können sie nicht annehmen. Das heißt, ich will, aber ich will trotzdem nicht. Ich kann, aber ich kann trotzdem nicht. Und ich kann trotzdem nicht. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Weil ich Angst habe vor meinen Schmerzen. Weil ich Angst habe, meine Unzulänglichkeiten zu fühlen. Weil ich Angst habe, in der Ohnmacht zu versinken. Angst. Es ist nur die Angst. Und das ist die Kraft der Liebe. Und wie reagieren wir, wenn wir in die Angst geraten? Wir können sehr gemein werden, niederträchtig. Wir sind durchaus in der Lage und nehmen es bereitwillig in Kauf, andere Menschen zu verletzen. Sie zu maßregeln, sie zu kritisieren, weil wir angetriggert werden, in unseren grundfesten und eingesperrten inneren Themen. Und deswegen ist es für dich sehr wichtig, im Spiegel dieser Kraft der Liebe all das in dir zur Transformation zu bringen, was eben in der Angst liegt. Und das können sehr viele verschiedene Aspekte sein. Die du fühlen musst, die du erkennen sollst. Weil sie dich hemmen und blockieren im Zuge dieses weiteren, vertieften Öffnungsprozesses im Rahmen deiner Liebesfähigkeit und bedingungslose Liebe, bedingungsfreiere Liebe bedeutet auch deinerseits, die Grenzzäune zu öffnen, die dich in der Hemmung, in der Blockade, in der Angst sein, spüren, aufhalten lassen, um darin zu erkennen, was ins Vertrauen und in die Befreiung kommen will. Denn ansonsten bist du in einem nächsten, zweiten, dritten Schritt nicht in der Lage, dich auf das einzulassen. Und
Es kann zu Wiederholungen kommen in deinem Leben. Bis du diese Lektion gelernt hast. Und in diesem Sinne wünsche ich dir gute Erkenntnisse.